Diese Kinder in Papantla in Mexiko wirbeln in schwindelerregender Höhe durch die Luft. Nur mit einem dünnen, um den Bauch gebundenen Seil sind sie an einem Pfahl befestigt. Hintergrund des Schauspiels ist ein religiöses Ritual. Wir wollen die Totonaca-Kultur bewahren. Wenn wir so durch die Luft fliegen, imitieren wir Vögel. Und wenn die Musik stoppt, bitten wir Mutter Erde um eine gute Ernte. An dieser Schule wird eine neue Generation von fliegenden Männern ausgebildet. Ihr Ritual führten einst Priester der Totonaca-Kultur im Südosten Mexikos auf. Wir haben diese Schule eröffnet, weil wir unser Kulturerbe erhalten wollten. Bei der Zeremonie erklimmen Männer einen etwa 9 Stockwerke hohen Pfahl. Oben sitzt ein Musiker, der die Sonne symbolisiert und in alle 4 Himmelsrichtungen spielt. 4 Vögel schwingen sich daraufhin herunter. Sie umkreisen den Pfahl 13 Mal, entsprechend der Anzahl der Monate im Maya-Kalender. Für die Totonaca-Indianer hat das Ritual eine tiefe spirituelle Bedeutung und verbindet sie mit der Natur. Das ist wie ein Vogel, der das Fliegen lernt. Die UNESCO hat die fliegenden Männer aus Papantla nun zum Welterbe erhoben. Damit will die UN-Organisation die Traditionen der naturverbundenen Ureinwohner am Leben erhalten. Früher gab es die Zeremonie einmal im Jahr, während der Trockenzeit. Unsere Ahnen glaubten, dass ein Gott eingreifen müsse, um Regen zu bringen. Die Einwohner von Papantla sind überglücklich über die UNESCO-Ehrung. Schließlich wird ihr Ritual nun in aller Welt bekannt.